Schönen guten Abend an allen. Ich freue mich sehr, zum zweiten Mal hier stehen zu dürfen. Eigentlich zum dritten Mal. Ja, dritten Mal. Und auch, dass es geklappt hat, wieder zu dieser Tagung zu kommen, denn es war für mich nicht so einfach diesmal, aber zugesagt ist zugesagt, sagte ich vorher Matthias auch. Und wir haben ja am nächsten Montag das Semesterbeginn in Brasilien. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt mal endlich für was sein kann, nicht nur gegen was. Denn es waren ungefähr 12 Jahre gegen Agrogentechnik. Und jetzt kann ich mich als Leiter einer neuen staatlichen Universität in Brasilien mit nachhaltiger Landwirtschaft beschäftigen. Also für etwas sein. Das ist, vielen Dank. Das ist für mich auch eine tolle Erfahrung, denn sowas kann man nur mit 35 machen, das ist im Mindestalter, das bin ich jetzt geworden. Und ich freue mich, dass ich auch im Laufe der Zeit die sozialen Bewegungen in Brasilien so unterstützen konnte, dass wir in Brasilien zu dieser Universität gekommen sind. Das ist die erste Universität in Brasilien, die sich tatsächlich mit nachhaltiger Landwirtschaft beschäftigt. Und das ist für uns ein tolles Zeichen. In vielen Ländern gibt es das gar nicht. In manchen Ländern gibt es wenige Universitäten, die das anbieten, aber in den meisten Ländern der Welt haben wir das Problem, dass wir eigentlich nur eine einseitige Art der Wissenschaft haben und die zunehmend einseitig ist. Ich werde hier versuchen, mit Hilfe der Technik die Technik zu kritisieren, das mache ich oft. Ich hoffe, dass es klappt, denn die Technik sollte man sich nie verlassen. Ne? Heute haben wir das beim GPS auch gesehen, das Navi-System ist nicht immer perfekt, schickt uns manchmal herum und das funktioniert nicht immer. Bei der Gentechnik ist es viel schlimmer, denn da können wir nicht immer zurück. Beim Navi können wir noch zurück. Das Thema Gentechnik ist ja in aller Munde, ich glaube, schon ein sehr bekanntes Thema geworden inzwischen. Wir wissen, dass was die Forschung betrifft oder die Wissenschaft betrifft, die Realität nicht so erfreulich ist, denn wir haben nach wie vor 95% ungefähr, ja, ich komme gleich drauf. Ich mache das auch weiter hier während des Redens. Wir haben nach wie vor 90-95% der Wissenschaftler, die in dem Bereich arbeiten, finanziert von der Industrie. Das heißt, es gibt 4 Konzerne, praktisch 4, manchmal sind es 5, es werden aber 4 bleiben: Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF. Jetzt sind es die 4, ja? Die finanzieren die meisten Professuren, die meisten Laboren, die meisten Stipendien, also die meisten Studien, die es zu dem Thema Gentechnik auf der Welt gibt. Und von daher stellt sich natürlich immer die Frage, ob man immer noch an diese Wissenschaft glauben könnte. Ich wurde mehrmals gefragt, zum Beispiel vom Bayerischen Rundfunk, ob es sich um eine Glaubensfrage handelt, die Gentechnik oder die Agrogentechnik. Ich sagte immer, dass es eigentlich von der Wissenschaft erwartet wird, dass man vorher ein Thema verstehen sollte und danach vielleicht glauben könnte. Leider ist es so, dass in dem Bereich vorher geglaubt wird an Hypothesen, die noch nicht untersucht wurden. Die werden schon aber als Schlussfolgerung in der Gesellschaft verbreitet. Und das hat sich dann auch sehr stark in der Presse durchgesetzt. Ich habe gerade eine Zeitung aus Österreich dabei, habe ich jetzt nicht nach oben gebracht, aber da geht es nochmal um die ganzen Argumente, die immer wiederholt in der Presse stehen und eigentlich nichts anderes sind als eine Hypothese. Also eine Fragestellung und eine Behauptung, die aber keine wissenschaftliche Basis hat als empirische Untersuchung. Ich kann das hier mal ganz deutlich zitieren. Es gibt eine Studie von der Universität Weihenstephan in München, in Weihenstephan, das ist eigentlich die TU, die Technische Universität München. Die haben jetzt vor weniger Zeit eine Studie herausgegeben, die erste Langzeitstudie zum Thema BT-Mais und Auswirkungen auf Kühen. 2005 hat der Leiter dieser Forschung schon mal behauptet, es sei sicher, unumstritten und ein Konsens in der Wissenschaft, dass der BT-Mais, also dieser Mais mit einem Bacillus thuringiensis, mit einer Bakterie drin,
dass der den Kühen nicht schaden würde. Das war die Behauptung 2005. Und 2007 ist er tatsächlich dann zu dem Ergebnis gekommen, es sei ein Konsens, es sei unumstritten in der Wissenschaft und es sei sicher, dass BT-Mais den Kühen nicht schaden würde. Jetzt kommen wir mal auf die Studie. Die Studie wurde mit 36 Kühen durchgeführt. Das ist die einzige Langzeitstudie zum Thema BT-Mais und Kühen. Der einzige Fütterungsversuch, der so lange gedauert hat. Vorher gab es eine Studie an der Universität Wien. Das war im November 2008, die dann veröffentlicht wurde und festgestellt hat, dass man Reproduktionsprobleme an den Kühen feststellen konnte und dass man Probleme am Immunsystem beobachtet hat. Und vielleicht ist das das wichtigste Thema überhaupt, vielleicht das wichtigste Thema der Zukunft, aber hier rede ich ja für die Mehrheit, die das schon lange eigentlich als Thema haben. Also es geht um eine Art von Pflanzen, die wir bisher beobachten über 15 Jahre und man feststellen kann, dass diese Pflanzen immunschwach sind, eher angegriffen werden von Krankheiten, also von Parasiten, von Viren, von Bakterien, von Pilzen und gleichzeitig dann, weil sie ja krank sind, auch die ersten sind, die von Schädlingen, sogenannten Schädlingen von Insekten angegriffen werden. Da das kein Zufall ist, glaube ich, ist da sehr viel zu forschen. Leider haben wir in dem Bereich wenige, die sich damit beschäftigen, weil es immer wieder das Problem ist, Wissenschaftler zu finden, die in der Lage sind, sich in solche Themen einzuarbeiten, denn es gibt meistens für diese Forschungen keine Gelder. Oder man könnte sagen, es gibt da für diese Forschungen kein Licht. Ich sage mal, warum ich da mit dem Licht jetzt spreche. Es gibt in Brasilien eine tolle Geschichte über einen Mensch, der mit einem anderen einen Schlüssel sucht. Er hat einen Schlüssel verloren, sucht aber neben einem Lichtposten und sucht und sucht, es ist dunkel und die suchen und suchen und die finden nichts und plötzlich fragt der Kollege, was da los ist, was er da verloren hat, wie der Schlüssel ausgesehen hat und ob er sich sicher ist, ob der Schlüssel tatsächlich da verloren wurde, wo sie suchen. Und dann sagt er ganz deutlich, nein, ich bin mir sicher, dass der Schlüssel nicht hier verloren wurde, sondern ganz unten, da in diesen Hecken da unten. Und dann ist die tolle Frage natürlich, warum suchst du hier? Und dann ist die Antwort auch ganz deutlich, ich suche hier, weil hier Licht ist. Das meinte ich genau mit Licht, als ich sagte, dass für die meisten Forschungen, die wir auf der Welt brauchen, was das Immunsystem betrifft oder für Forschungen, die mit Agrogentechnik zu tun haben, dass diese Forschungen eigentlich kein Licht haben. Das heißt, die Wissenschaftler suchen nicht da, wo eigentlich der Schlüssel verloren wurde, sondern die suchen da, wo es Licht gibt. Da habe ich vorher schon gesagt, das sind 90 bis 95% der Wissenschaftler weltweit, die sehr viel Licht bekommen für Forschungen, die aber der Gesellschaft nicht interessieren. Eigentlich untersucht man da, so wie in Weinstephan, das betone ich wieder, mit dem Fall habe ich schon fast persönlich zu tun, denn ich durfte mal nicht aufs Podium, nur weil ich einen Rektor dieser Universität kritisieren wollte. Und das war aufgenommen beim Bayerischen Rundfunk. Manche haben es vielleicht gesehen im Fernsehen, diese Dokumentation. Marie-Louise war dabei, auch Andrea Dornisch. Also es gibt schon hier Zeuginnen. Ich durfte nicht aufs Podium und das wurde auch bestätigt von der Moderatorin vom Bayerischen Rundfunk. Und es wurde ganz deutlich gesagt, dass man keine Kritik auf dem Podium wollte. Also nicht nur keine Kritik, sondern keinen kritischen Wissenschaftler. Das hat auch der Herr vom BUND deutlich gesagt. Hier gibt es keinen kritischen Wissenschaftler. Hier gibt es nur Wissenschaftler, die für die Agrogentechnik sind. Und ich habe trotzdem das Mikrofon aus dem Publikum genommen. Ich hatte aber nur eine Minute
In einer Minute hätte ich dann alles kritisieren sollen und alles beweisen sollen, ist tatsächlich schwierig. Da habe ich mehr als eine Minute gebraucht, und bis das Mikrofon nicht mehr genutzt werden konnte. So schwierig ist es, in dem Thema eigentlich kritisch zu sein. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, man sollte ja in dem Thema eigentlich kritisch sein, man sollte in dem Thema die ganze Zeit Fragen stellen. Und wir erleben es immer wieder, dass die Fragen da nicht erwünscht sind. Als Wissenschaftler muss man dann tatsächlich die Frage stellen, ob das noch Wissenschaft ist. Ich habe ja vorher Philosophie studiert, bevor ich Soziologie studiert hatte und vieles andere. Und komme zu dem Thema Genso ja eigentlich in Brasilien, zu der Thematik 2006, eine Thematik, die ich aber schon 10 Jahre vorher hatte, weil ich ja früher auf der anderen Seite war, als Giftverkäufer. Denn in Brasilien nennt man das so schön Agrarberater, aber das ist in Brasilien eigentlich auch von José Lutzenberger ein Begriff geworden. Agrarberater werden zum Giftverkäufer ausgebildet. Ich hatte diese Erfahrung durchgemacht. Wir waren ausgebildet, den Bauern technische Lösungen beizubringen. Eigentlich hatten wir es auch vor, den Bauern technischen Problemen beizubringen, die sie gar nicht hatten, damit die Lösungen überhaupt wichtig sind. Es könnte sogar sein, dass wir vorher die Lösungen hatten, bevor die Probleme da waren. Und das ist nicht nur damals der Fall gewesen. Wir haben das immer noch. Zum Beispiel heutzutage wird ja immer noch diskutiert, ob man vielleicht den Maiszünsler ja vorher bekämpfen sollte, bevor er überhaupt zum Schädling wird. Wir müssen uns ja schon vorbereiten, ne? So heißt es in der Wissenschaft. Bevor wir das Problem kennen, müssen wir schon die Lösungen haben. Das Problem ist, wie können wir Lösungen haben, ohne das Problem zu verstehen? Beim Maiszünsler ist es genau der Fall. Ich rede dann wieder vom BT-Mais und später komme ich wieder zur Studie von Weinstefan. Also die Spannung lasse ich jetzt ein bisschen offen. Wir haben bei dem Thema BT-Mais genau damit zu tun. Wissenschaftler glauben, sie wissen, wie man einen Maiszünsler töten kann. Sie wissen aber nicht, warum ein Maiszünsler zum Schädling wird. Und für mich ist das die wichtigste Frage. Wenn wir nicht wissen, warum ein Insekt zum Schädling wird, warum sollten wir schon sofort die Lösung haben, die heißt, wir sollen ihn töten? Also wir sollten ihn ausrotten. So heißt es ja noch, ne? Das sollte ja von der Natur verschwinden. Als ob es eine Plage wäre, also ist ja Schädling gemeint, ne? Es ist ja schon dieser Begriff, dass man Lebewesen so bezeichnet, als ob sie von der Natur aus schädlich wären. Die sind als Schädlingen geboren, so wird es gedacht. Ne? Es wird auch von manchen anderen Lebewesen sowas gedacht, dass es von der Natur aus so sei. Und diese Vorgehensweise, die wir bei der Wissenschaft haben, die hat sich dann im Bereich der Gentechnik sehr zugespitzt. Es gibt da Wissenschaftler, die glauben tatsächlich daran, dass sie die Wunderlösungen haben für alle technischen Probleme, die es in der Landwirtschaft gibt, bevor sie die Probleme überhaupt verstanden haben. Beim Maiszünsler ist das der Fall. Ich war mal bei einer Tagung in Iphofen, das hat mir sehr gefallen, weil da war ein Wissenschaftler aus Hannover und hat ja behauptet, dass er jetzt für Bacillus thuringiensis sei. Diese Bacillus thuringiensis ist ja eigentlich eine Bakterie, die es schon lange in der Wissenschaftsliteratur gibt und es wird verwendet als natürliches Pestizid oder wie kann man das dann bezeichnen. Es wird in der ökologischen Landwirtschaft genutzt als ein Spritzmittel, das anerkannt ist, ohne Schaden für Menschen und Tieren zu haben, wenn es auf die Pflanzen gespritzt wird. Und besonders mit der Sonne wird es ja zerstört durch die Sonne. Also muss man vorsichtig sein, es nicht zu spritzen, wenn die Sonne scheint, besonders in Ländern wie Brasilien, wo die Sonne oft scheint. In Deutschland ist vielleicht nicht so das Problem. Diese Art des Nutzens von Bacillus thuringiensis nach langen Jahren in der ökologischen Landwirtschaft hat dazu geführt, dass wir zunehmende Resistenzen haben. Das heißt, diese Schädlinge, diese Insekten, die werden gar nicht mehr durch den Bacillus thuringiensis beschädigt. Bacillus thuringiensis produziert ein Toxin. Und ein Toxin, das eigentlich durch Kristallien entsteht, die im Darm
von bestimmten Insekten, Raupen, Lepidoptera, die zu Schmetterlingen werden, sehr gefährlich, giftig agieren, sodass die Raupe zerstört wird. Wenn wir jetzt die Maispflanze betrachten, die auch mit Bacillus thuringiensis zu tun hat, haben wir jetzt dieses Toxin im Genom, im Erbgut, in jeder Zelle einer Maispflanze. Und egal, wie viele Insekten jetzt da sind, ob es nur einer ist oder 10 oder 50 oder 100 oder 1000, es wird immer da sein. Auch wenn diese Insekten gar kein Schädling sind. Und wir wissen nicht genau, wie viel Toxin produziert wird. Es kann sehr groß variieren. Besonders in der Blütezeit ist es am meisten. Das heißt, bei den Körnern haben wir weniger, bei den Maiskörnern, als bei Silage. Naja, das wissen wir bisher. Aber wir Wissenschaftler wissen nicht genau, wie viel Toxin produziert wird. Und wir wissen auch nicht genau, was passiert, wenn ein Insekt, der nicht eine Raupe ist, oder ein anderes Lebewesen, zum Beispiel eine Kuh, oder ein Schwein, oder ein Huhn, oder ein Mensch, diesen Mais isst. Leider haben wir dazu wenig Licht, um das zu forschen. Das interessiert angeblich die meisten Instituten auf der Welt nicht. So erwarten die Konsumenten ja immer noch eine Antwort für diese Frage. Was passiert genau, wenn wir diesen Mais essen? Wir wissen nur, was mit den Raupen passiert. Und wir wissen auch noch nicht mal genau, welche Raupen es sind, die am meisten beschädigt werden. Wir wissen nur, dass es alle Raupen möglicherweise beschädigen kann. Naja, das wissen wir da inzwischen über diesen Fall. BT-Mais, Bacillus thuringiensis. Und an der Universität in München, in Weihenstephan, haben wir jetzt die erste Studie, erste Langzeitstudie, die zu dem Thema etwas sagt. Es wurden 36 Kühen gefüttert, 2 Jahre lang, 2005 bis 2007. Und die Ergebnisse habe ich ja schon gesagt, die standen auch in der Presse. Die Studie wurde eigentlich nur bekannt, 2009, obwohl sie 2007 abgeschlossen wurde. Die wurde bekannt im Deutschen Bundestag. Als ein Herrn Peter Bläser, mit dem ich auch schon mal zu tun hatte auf einem Podium, von der CDU, im Deutschen Bundestag diese Studie vorgelesen hat, als Beweis, dieser Mais sei ja nicht schädlich, also was soll's, wir können ihn ja weiter zulassen. Denn damals gab es ja bei diesem bei dieser Sitzung im Bundestag einen Antrag von der Frau Renate Künast, diesen Mais Mohn 810 zu verbieten. Und rein rechnerisch würde das gehen, glaube ich, damals. Also wenn man die mal alle zählt, die da waren als Bundestagsabgeordnete, sind ja nicht immer alle da, aber die da waren, hätten vielleicht zugestimmt, dass man diesen Mohn 810 verbieten sollte, auch weil die Mehrheit der Gesellschaft ja diesen Mais nicht will. Naja, und auch die Mehrheit der Bauern diesen Mais nicht will, besonders im Süden des Landes. Dann hat der Herr Peter Bläser diese Studie mal vorgelesen. Und die Studie ist ganz toll, was die Wissenschaftstheorie betrifft. Ich habe schon gesagt, es wurden 36 Kühen gefüttert. Die Hälfte von diesen Kühen sind krank geworden. Scheint aber irrelevant zu sein für die Wissenschaftler. Das wurde ausgeklammert. Die Kühe sind krank geworden. Die hatten mehr medizinische Behandlungen als die anderen. Man hat einfach 18 neuen Kühen eingewechselt. Aber ganz wissenschaftlich. 9 in jeder Gruppe. Also man hat ja 18 mit Genmais gefüttert und 18 mit herkömmlichen Mais. Also komparative Studie, man hat dann 9 von jeder Gruppe ausgewechselt. Gleich also. Das macht auch jeder Bauer, glaube ich. Wenn er da 36 Kühen hat, er füttert da Genmais, dann gibt es Probleme, dann wechselt er die Hälfte und dann macht er weiter. Also die Kostenfragen hat sich da gar nicht gestellt. Es hat sich nicht die Frage gestellt, was ist mit diesen Kühen passiert. Ist ja toll, das ist das Erste. Das Zweite ist, man hat diesen Mais auf 600 Grad erhitzt. 600 Grad, das macht auch jeder Bauer, bevor er die Kühen füttert. Da hat jeder so einen Ofen, 600 Grad. Ja,
dann muss man sich fragen, ob da noch was übrig geblieben ist von diesem Eiweiß, was man eigentlich untersuchen wollte, ob es schädlich ist oder nicht. Man muss sich die Frage stellen, warum sollte man 600 Grad erhitzen? Das dritte große Problem ist, man hat dann noch mehr Körner gefüttert als Silage, weil man ja weiß, dass die Silage mehr Toxine enthält. So konnte man nochmal den Toxinengehalt runterfahren. Und man hat da noch Methoden selbst erfunden. In der Wissenschaft ist das ja eigentlich ein Skandal. Ein Institut, eine Universität glaubt, sie kann selbst jetzt die Methoden bestimmen, um die DNS, also um das Erbgut von der Bakterie im Darm, im Körper der Kühen zu verfolgen. In keinem anderen Labor der Welt hat man diese Methoden. Und in keinem anderen Labor der Welt hat man es wiederholt. Und die Studie kam zum Deutschen Bundestag und dann schauen die Bundestagsabgeordneten hin, naja, TU München, super, anerkannt, Weinsteffen, was soll's? Also es muss ja stimmen, ne? Also bei dieser Sitzung im Bundestag, das ist ja alles registriert in der deutschen Politik, hat es keine Entscheidung gegeben, diesen Mais zu verbieten. Warum? Weil es eine wissenschaftliche Studie gab, die es legitimiert hat, genau das, was die Industrie schon immer gesagt hat und was ein Herrn schon 2005 gesagt hat, der diese Forschung geleitet hat, es sei ja sicher, wissenschaftlich, es sei unumstritten und es sei ein Konsens, dass der BT-Mais den Kühen nicht schadet. Also so können sich jetzt alle beruhigen. Wir haben endlich eine Langzeitstudie, eine Fütterungsstudie, 2 Jahre lang, die ist aus Deutschland. Die stammt nicht aus den USA, die kommt aus Weinsteffen und die wurde abgeschlossen und veröffentlicht. Das ist die einzige Langzeitstudie. Naja, so wird mit Wissenschaft umgegangen. Ich komme mal zunächst auf den ersten Satz. Es sei sicher. Es gibt nichts Unwissenschaftlicheres für die Wissenschaft als das Wort sicher. Wenn man sich sicher ist, braucht man nicht mehr forschen. Dann sind die ganzen Wissenschaftler arbeitslos. Das ist eigentlich ganz schlimm. Genau das war ja das Problem, als dann später die Bauern, besonders in Bayern, also in Süddeutschland, mit Zivilcourage und anderen Organisationen, einen Landwirtschaftsminister sehr stark unter Druck gesetzt haben. Nicht nur die Ministerin, sondern auch eine Regierung, eine Partei. Die hat die Meinung geändert und damals hat es sogar ein Verbot gegeben für den MON 810, der eigentlich nicht durch den Bundestag erfolgt ist, sondern durch eine Landwirtschaftsministerin aus dem Bundesstaat, dessen Hauptstadt München eine Studie veröffentlicht hat, im Gegenteil zu dem, was eigentlich politisch erfolgt. Das Wort sicher ist eigentlich in dieser Dimension eine sehr deutliche Sache, wenn man von Wissenschaftlern die Rede hört, wie sie mit dem Thema umgehen. Die sagen die ganze Zeit, dass sie sich sicher sind, was sie da tun. Sogar was die Zukunft betrifft. Sie behaupten, sie seien sich sicher, dass es zukünftig keine Probleme geben würde, obwohl sie das nie unterschrieben haben. Obwohl es keine Versicherung gibt, die das versichert, gibt es manche Wissenschaftler, und das sind leider die Mehrheit in den Universitäten, die glauben, sie seien sich sicher bei der Wissenschaft, die sie betreiben. Und sie wollen nicht, dass diese Sicherheit infrage gestellt wird. Und so haben wir das zweite große Problem. In der Wissenschaft gibt es nie etwas, was unumstritten ist. Es ist alles umstritten. Und das ist ja auch die Basis der Wissenschaft. Die besteht ja auch darauf. Also wenn ich nur mal einen Wissenschaftstheoretiker hier erwähnen darf, besonders aus Österreich, Karl Popper, er sagte ja mal, wenn es wissenschaftlich sein soll, dann muss es zunächst beweisbar sein. Also man muss etwas beweisen. Das ist das Erste. Das heißt aber noch nicht, dass es die Wahrheit ist. Im Gegenteil. Diese Beweisbarkeit ist eigentlich nur der erste Schritt der Suche nach der Wahrheit. Und der Wissenschaftler, der sucht die ganze Zeit. Der kommt nie zur Wahrheit. Der sucht die Wahrheit. Und versucht,
Nur durch eine bestimmte Methode, die wir als Wissenschaft bezeichnen, der Wahrheit in einer Art und Weise näher zu kommen. Es gibt auch andere Arten und Weisen, nicht nur die Wissenschaft, aber es ist eine Methode, die darauf besteht, mit der Vernunft der Wahrheit näher zu kommen. Und das ist die Methode. Das erste ist, man muss es beweisen. Das zweite ist, man muss es verifizieren dürfen. Also es ist nicht nur so, einer hat es bewiesen, wenn die anderen es nicht verifizieren können, wie es bewiesen wurde. Und dann kommt das dritte. Es muss falsifizierbar sein. Also man muss es, nachdem es bewiesen wurde, ist ja nicht die Wahrheit, man muss aber immer wieder sagen, weil viele glauben, der erste Schritt ist schon die Wahrheit, dieses Beweisen in der Wissenschaft ist der erste Schritt. Dann muss man es verifizieren dürfen, wie es bewiesen wurde. Und dann muss man es noch falsifizieren dürfen. Eigentlich das Gegenteil von dem behaupten, was bewiesen wurde. Wenn es diese drei Stufen bestanden hat, dann kann man sagen, es ist gültig gewesen in der Wissenschaft. Das heißt noch nicht, dass es die Wahrheit ist. Es kann es auch nie sein. Dann geht das Ganze weiter. Und je kritischer die Falsifizierung ist, umso näher könnten wir mit der Vernunft nach der Wahrheit suchen. Ich habe es so gelernt in der Wissenschaft. Das sind komparative Studien, die heute stattfinden. Wir können im Bereich der Agrogentechnik sehr viele Studien vorweisen. Wir können zu jedem Thema in der Wissenschaft mindestens zwei Positionen haben. Und viele finden das schwierig. Ich sage immer, das ist ja eigentlich für die Wissenschaftler ganz toll. Denn die Wissenschaftler, die schaffen ja ihre eigenen Arbeitsplätze. Vielleicht ist das der einzige Job, der schon von sich aus verlangt, dass man nicht arbeitslos werden kann. Weil wenn man forscht, kommt man am Ende zu mehr Fragen, als man am Anfang hat. So braucht man schon mehr Menschen, weil man selber schafft es gar nicht. Von daher kann ich nur als kritischen Wissenschaftler so antworten, immer wenn mir vorgeworfen wird, ich sei gegen die Wissenschaft, dann sage ich immer ironisch, ich sorge doch dafür, dass Sie noch einen Arbeitsplatz haben. Weil wenn Sie behaupten, Sie seien sicher, dann brauchen Sie nicht mehr forschen. Und was wollen Sie dann tun? Wenn Sie nicht mehr forschen wollen und es sogar noch verhindern, dass anderen forschen und durch diese Forschung vielleicht Ihre Forschung in Frage gestellt wird, dann sind Sie eigentlich nicht mehr für die Wissenschaft. Dann sind Sie was anderes geworden. Sind Sie ein Ideologe geworden. Und die drehen aber wieder die Realität um und sagen, die Kritiker seien die Ideologen. Ist ja toll. Also zunächst sind die Kritiker gegen die Wissenschaft. Also die Kritiker basieren eigentlich auf das, was die Grundlage der Wissenschaft ist. Es dürfte überhaupt gar keine Wissenschaft geben, wenn sie nicht kritisch ist. Jetzt ist Kritik schon etwas ganz Sparsames, würde ich es mal so bezeichnen, was man an den Universitäten sehr selten hat. Es ist nicht mehr erwünscht, kritisch zu sein. Wenn man kritisch ist, bekommt man kein Licht mehr. Ich habe es persönlich erlebt an der Universität in Linz, an der Johannes Kepler Universität. Nachdem ich einen Vortrag in Zürich hatte und diesen Vortrag gehalten habe, den ich hier begonnen habe, über Wissenschaft zu reden, was ich im Bereich der Wissenschaft heute als undemokratisch sehe. Ich halte es für undemokratisch, wenn eine Minderheit von Menschen bezahlt wird von einer Minderheit von Unternehmen und die eine Meinung produzieren, die sich dann in der Politik als Mehrheit verbreitet und gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung stößt. Diesen Satz hatte ich dann genauso gesagt und da hatte ich genau diesen Beifall. Die meisten waren, glaube ich, aus Bayern. Die waren ja angereist
Und als sie ankamen, mussten sie ja noch kontrolliert werden als Ausländer in der Schweiz. Und es gab eine Menge Sicherheitskräfte, weil die schlimmen Bauern aus Bayern kommen. Also die haben nur geklatscht, das war dann gefährlich. So mehr gab es da nicht als Gefahr. Und der Bayerische Rundfunk hat alles aufgenommen, das ist für mich eine Sicherheit auch. Alles, was ich dort gesagt habe, hat der Bertrand Verhaag aufgenommen und hat jetzt einen tollen Film auch gemacht. Ne? Der Film heißt Gekaufte Wahrheit. Dieser Film läuft im Kino. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gesehen habt. Ich hatte mir gewünscht, dass sogar das DVD schon da ist, aber die erlauben es ja noch nicht, als DVD zu verbreiten. Ich habe es schon gesehen in Brasilien. Es gibt es auf Englisch und es gibt es auf Deutsch. Wissenschaftler im Magnetfeld des Geldes. Ein sehr toller Titel. Und darum geht es eigentlich. Als ich dann nur diesen Vortrag über Wissenschaft gehalten habe, dann hat sich ein Herr vom Publikum gemeldet und mich richtig angegriffen. Ich finde das aber toll. Also in der Wissenschaft ist das ja Teil des Wissenschaftens, dass man kritisiert wird, dass man genau die Gegenposition akzeptieren muss und vielleicht zu einer Synthese kommt. Also, dass man einen Schritt weiter macht, anstatt da zu bleiben, wo man schon glaubt zu sein. Aber der Herr hat gesagt, in einer sehr merkwürdigen Redeweise, dass er sich für mich schämen würde, dass man sowas über Wissenschaft da erzählt hätte. Denn niemand hätte das noch in diesem Tempel der Wissenschaft, das ist die eidgenossenschaftliche, eidgenossenschaftliche Hochschule Reckenholz, sowas heißt, Technische Hochschule, genau. Da ist ja auch die Angelika Hilbeck gewesen, die eigentlich die Studie geliefert hat zum Marienkäfer, die die Grundlage ist für das Verbot des Maises Monat 110 durch die Landwirtschaftsministerin in Deutschland. Kommt ja auch aus dieser Fachhochschule und hat dort auch eine Geschichte zu erzählen, was da so passiert, wenn man solche Studien hat. So wie Arzad Pulstai, so wie Ignacio Capella, so wie Jeffrey Smith, so wie ganz viele auf der Welt, die das erlebt haben. Ich dachte nicht, dass ich in diesen Ruf reinkomme, obwohl das Buch Die Saat des Bösen ja nicht ein Buch ist, das wenig verkauft hat. Ne? Also die dritte Auflage und ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr, dass wir 5.000, also nicht das, von der brasilianischen Ausgabe in Brasilien kostenlos verteilt haben. Gesponsert hier aus Landstein. Ja. Das Buch ist eigentlich das Einzige, das in dieser Sprache die Gentechnik in Brasilien für die Bauern erklärt hat. Und ist schon toll, wenn man das so sieht, aber ich dachte nicht, dass ich deshalb berühmt werde, wenn ich in Zürich stehe, weil ich wurde ja auch abgelehnt, in Zürich zu reden. Ich hätte nicht reden sollen. Es gab aber da einen Abgeordneten in einem Kanton, der Urs Ahms von den Grünen in Zürich, der hatte mich eingeladen. Ich war da abgelehnt, ich durfte nicht hin, weil ich ja eigentlich an einer Podiumdiskussion teilgenommen hätte, wo Feldbefreier waren. Was ja ganz schlimm ist. Ne? Eigentlich habe ich da kein Maiskolbe oder Maispflanze ausgerobt, sondern ich war da, um mit Frau Hapakazan und mit Herr Janni und alle die anderen zu diskutieren, ob der Genmais in Ostdeutschland angebaut werden sollte. Das war 2005. Da war der Urs Ahms auch dabei, auf dem Podium. Ja, hat er das denn erklärt? Der Herr war auf dem Podium, so wie alle anderen auch, was soll's? Okay, der darf dann aber nicht kommen, weil wir nur Europäer wollen. Aber der ist doch an der Johannes Kepler Universität in Linz. Also dann dürfte ich doch. Aber es gab immer noch ein Problem, es würde keine Übersetzungskosten übernommen. Und naja, der wird auf Deutsch sprechen, da gab es kein Argument mehr und da war ich doch da. So bin ich da hingekommen, weil ich ja vorher ausgeladen wurde in Weimar bei der Landwirtschaftsmesse. Ich hätte aufs Podium sollen und plötzlich durfte ich doch nicht mehr. Und später habe ich es erfahren, warum nicht. Da gab es eine Chefin von Monsanto in Deutschland, die ja berühmt ist. Und als ich mich aus dem Publikum geäußert habe, hat sie mich nach Brasilien geschickt mit meinen Argumenten. Was ja eigentlich in Deutschland ein Problem ist, ne? Ein Mensch zurück zu seinem Land zu schicken mit diesen Argumenten. Ne?
Ja, das war meine Erfahrung damals, da bin ich nach Zürich und deshalb haben die mich angekündigt, Johannes Kepler Universität Linz. Und als ich zurückkam zur Johannes Kepler Universität Linz mit meinen Vorträgen, da habe ich Probleme erlebt. Ganz viel. Und das hatte ich nicht erwartet von einer Universität in Europa. Und es ist eine tolle Geschichte zu sehen, wie man eigentlich in der Wissenschaft verhindert wird, Wissenschaft zu produzieren, wenn sie kritisch ist. Ich habe es persönlich erlebt, ich erzähle jetzt nicht von anderen. Und es ist tatsächlich so in Europa, ähnlich wie in den USA, dass zunehmend die Industrie die Wissenschaft finanziert. Und besonders die Pharmaindustrie. Und das wird als normal akzeptiert. Und auch noch als Wissenschaft. Für mich ist das nichts anderes als Propaganda. Wissenschaftler verbreiten eine Euphorie in der Gesellschaft, benutzen Argumente, die mit bestimmten Druckmitteln sogar verbreitet werden. Das ist der sogenannte Sachzwang. Also es geht ja nicht anders. Es geht nur so. Und wer dagegen ist, ist gegen den Fortschritt. Wer diese Technik kritisiert, ist gegen die Hungerbekämpfung. Wer diese Technik kritisiert, der ist zum Beispiel dafür, dass wir weiter die Klimaerwärmung haben. Und alle möglichen Argumente, die in der Gesellschaft ja auch schon existieren, werden dann mit der Gentechnik zusammengekoppelt als Lösung. Die Lösung, Gentechnik, ist eine Lösung für den Hunger, gegen die CO2-Emissionen. Eine bessere Umwelt wird erwartet. Alles das mit Argumenten, die nicht bewiesen sind. Es sind Argumente, die auf Glauben basieren. Und dann komme ich zurück zu der Glaubensfrage. Es wird dran geglaubt. Menschen, die es gar nicht verstanden haben, auch in der Wissenschaft, auch in der Politik, glauben an die Agrogentechnik. Und wir Kritikern sorgen mit unseren Veröffentlichungen, mit unseren Vorträgen, mit unseren Bewegungen, die dadurch entstehen, dafür, dass die Menschen die Gentechnik verstehen könnten, bevor sie dran glauben. Und das ist dann als ganz schlimm bezeichnet. Mir wurde zum Beispiel vorgeworfen, ich würde ja in einer Art und Weise reden, so dass jeder Bauer mich versteht. Und das sei nicht wissenschaftlich. Ja. Dieser Vorwurf hatte ich 2006. Nach 2006 ist das mir jetzt völlig egal, weil dann müssen Sie an die Universität Osnabrück gehen, einen Antrag stellen und sagen, der Herr hätte keine Doktortitel bekommen dürfen. Denn er redet ja wie ein Bauer und das ist keine Wissenschaft. Also es ist nicht meine Sache, jetzt zu beweisen, was wissenschaftlich ist. Aber ich habe immer noch als Wissenschaftler, aber auch ohne, wenn ich auch kein Wissenschaftler wäre, hätte ich immer noch in der Gesellschaft das gute Recht, Wissenschaft zu kritisieren. Okay, ich habe damit überhaupt gar kein Problem gehabt, denn das war ja im Gegenteil. Je mehr mir gesagt wurde, dass ich in einer Form rede, so dass jeder Bauer mich versteht, das ist ja eigentlich willkommen gewesen. Sehr viele Bauern haben das Buch gelesen. Und das Buch fängt ja auch mit einem Bauer an, der in Deutschland auch eine Geschichte erlebt hat. Nicht, dass ich jetzt sage, alles, was dort passiert, ist wissenschaftlich bewiesen, dass es so ist. Im Gegenteil. Ich frage mich, warum gibt es keine Wissenschaftler, die bereit wären, das mal genauso zu untersuchen, wie es in anderen Fällen auf der Welt auch möglich ist. Das wird nicht. Und der zweite große Vorwurf war, ich würde ja reden mit Emotionen. Ja, als Brasilianer habe ich dann eine gute Antwort. Ein Brasilianer kann nicht anders. Ne? Also wenn es von mir erwartet wird, auch von so einem schrecklichen Thema, sage ich mal, zu reden, kann ich immer noch lächeln. Man muss ja auch noch leben. Und ich freue mich auch, dass ich diese 15 Jahre fast durchhalten konnte, gegen die Agrogentechnik zu sein, ohne die Richtung zu verlieren, für etwas zu sein, was ja auch wichtig ist.
Und dieses für etwas zu sein, ist für mich auch deutlich. Ja. Und das dritte Argument ist ja noch schlimmer. Hat mit dem zwei ersten ja auch schon zu tun. Das große Problem ist, dass die Form, wie man schreibt und liest, als wissenschaftlich akzeptiert wird, sobald fast niemand es verstehen kann, was geschrieben und gesagt wird. Diesen Ruf habe ich dann auch kennengelernt. Ich habe jetzt nichts gegen die europäischen Universitäten, das ist in der ganzen Welt so. Diese Etablierung einer Sprache, die mit der Gesellschaft nichts mehr zu tun hat, das sei die Wissenschaft. Und die Wissenschaftler, die seien ja so isoliert von der Gesellschaft, dass sie in einer Welt leben, dass sie ja gar nicht hinterfragt werden dürfen, ob sie vielleicht doch korrupt sein könnten. Oder vielleicht doch wie jeder andere Mensch auch ein schönes Auto wollen. Oder ein schönes Haus und einen Urlaub. Das klingt ja so, als ob die Wissenschaftler in einer anderen Ebene leben, dass sie davon gar nicht betroffen sind. Dann erinnere ich mich immer ganz gut an den Münchhausener Baron, so heißt der Münchhausener Baron, den ich in Osnabrück promoviert habe. Es gibt ja diese schöne Geschichte, der Münchhausener Baron, der geht unter im Sumpf mit seinem Pferd und er hat eine tolle Idee. Er zieht sich aus den Haaren, aus dem Sumpf mit dem Pferd heraus. Ist ja toll, oder? So glauben die Wissenschaftler, isoliert von der Gesellschaft zu sein. Also Wissenschaftler sind dann frei von Ideologien, frei von Interessen, frei von allem, was eigentlich alle Menschen betrifft. Und so ist es überhaupt kein Problem, wenn die Industrie sie finanziert. Weil sie sind ja nicht beeinflussbar. Wir leben ja in einer anderen Ebene. Die suchen ja nur nach der Wahrheit. Okay? Und das wird ja dann noch geglaubt, dass sie so leben würden. Und wenn dann ein Wissenschaftler aus der Wissenschaft kommt und sagt, das stimmt nicht, dann ist es einfach zu sagen, das ist ja keine Wissenschaft. So ist immer der Vorwurf. Aber damit muss man leben. Ich habe ja zu dem Thema auch promoviert. Genau das ist die Frage, wie man mit Technik Menschen kontrollieren kann. Sobald sie dran glauben. Die Menschen haben an diesen Argumenten hier geglaubt. Das war in Brasilien am Anfang mit der Sojaproduktion. Dasselbe haben die Menschen in Argentinien geglaubt, dasselbe haben die Menschen in den USA geglaubt, dasselbe sollten die Menschen in Europa glauben, aber da ist es nicht gelungen. Zunächst, dass man durch die Gentechnik den Ertrag in der Landwirtschaft steigern kann. Das ist eine sehr tolle Idee. Das heißt, wir werden jetzt effizienter, wir nutzen die Ressourcen besser, sodass wir aus diesen Ressourcen, die wir haben, mehr draus machen können. Eigentlich ist da niemand dagegen. Ne? Mit der Gentechnik könnten wir das. Das ist die große Glaubensfrage, die erste, größte sogar. Denn ohne diese Frage könnte man ja nicht behaupten, dass es so nötig sei, die Gentechnik zu haben, weil dann wird ja sofort mit neumalthusianischen Argumenten nochmal diskutiert. Es würde ohne die Gentechnik gar nicht mehr gehen, die Welt zu ernähren, weil es gibt ja so viele Menschen, die sind immer mehr und die haben nicht genug Nahrung und dann müssen wir ja die Produktivität steigern. Und wir betrachten hier noch nicht mal, ob es Grenzen gibt. Wir wollen immer mehr pro Hektar und immer mehr pro Kuh und immer mehr, mehr und mehr. Das Ergebnis ist dann klar am Ende, wir haben dann weniger Preise. Und dann fragt sich jeder Bauer, ja, warum haben wir dann so viel produziert? Ja genau, um weniger Preise zu haben. Oder? Das ist doch die Logik, die dahinter stecken sollte. Wenn wir weniger Preise haben, dann haben wir auch mehr Menschen, die es kaufen können. Nur dann sagen wir das den Bauern nicht mehr, weil die werden sich dann ärgern. Weil ansonsten könnten die ja weniger produzieren, damit die Preise nicht steigen, also nicht senken. Naja, aber in dieser Logik ist mehr verhaftet. Und dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Jeder sollte der Erste sein. Wenn ein Mensch der Erste ist, dann ist es ja kein Problem, wenn die Preise fallen in der Zukunft, weil wir haben die Zeit genutzt, in der die Preise noch toll waren und haben dann so viel geerntet mit diesen tollen Preisen und egal wer danach kommt. So müssen wir die Ersten sein. Und diese Idee ist dann auch wieder toll. Das ist ungefähr so wie ein Wettrennen, 10 Menschen rennen. Und es ist schon vorhergesagt, nur einer kommt an als Erster. Das wissen auch alle. Nur das Problem ist, alle 10 glauben dran.
Und keiner glaubt daran, dass er der ist, der nicht als Erster kommt. Und solange die 10 dran glauben, dass jeder der Erste ist, werden die 9 anderen auch rennen und am Ende werden sie sich selbst die Schuld geben, dass sie nicht der Erste sind. Obwohl es gar nicht möglich war, dass alle der Erste sind. Sonst gäbe es ja keine Erste. Diese Logik wird dann von den Bauern nochmal toll verarbeitet. So muss man ja schon mal sich wünschen, dass in anderen Teilen der Welt die Landwirtschaft pleite ist oder dass es natürlich Naturkatastrophen gibt, alles Mögliche, damit es nicht so viel produziert wird, damit die Preise nicht sinken. Und jeder Bauer soll den anderen Nachbarn auch so sehen, dass es ein Konkurrent ist. Also ein Mensch soll gegen den anderen Menschen sein. Und dann ist es kein Wunder, dass man auch sich mit der Natur so verhält. Das ist eine Hypothese von mir, also nur eine Hypothese. Dass die Verhältnisse der Menschen zur Natur nichts anderes sind als die Widerspiegelung von dem, was die Menschen untereinander haben. Weil die Menschen ja auch ein Teil der Natur sind. Wenn wir einen anderen Mensch so betrachten, wie ein Ding, dann werden wir die Natur auch so betrachten. Und? Vielleicht passt das ganz gut zum Motto dieser Tagung, ne? Weil wenn man von Liebe spricht, scheint es so sein, dass es ein Fremdwort ist, oder was ist das noch? Weil Konkurrenz ist genau das Gegenteil. Dass ein Mensch den anderen zerstören soll. Und dadurch entsteht dieses Argument, jeder muss mehr produzieren. Das zweite große Argument ist, wir müssen billiger produzieren. Durch die Gentechnik sei das möglich. Wir würden immer billiger produzieren. Das heißt, wir würden jetzt Pestizide haben, die in der Pflanze drin sind. Und wir brauchen sie gar nicht mehr kaufen. Die sind ja schon drin. Ist ja toll. So werden wir Pestizide sparen. Und dann kommt das dritte Argument. Wir werden da bessere Auswirkungen auf die Umwelt haben. Wir werden nicht mehr diese schlimmen Gifte haben. Wir werden noch Gifte haben, aber nicht mehr die schlimmen. Das soll ja eine bessere Welt sein. Oder wir kommen sogar in einer Zeit, dass es ja gar keine Gifte mehr haben, nur noch Toxinen. Ist ja auch eine Sprachkunst. Ich habe es mehrmals erlebt, auf Podien. Es wurde mir immer wieder erklärt, ein Toxin sei kein Gift. Ja. Deswegen ist die BT-Pflanze ja keine Giftpflanze, sondern die hat nur ein Toxin. So ist Agent Orange auch kein Gift, sondern ein Entlaubungsmittel. Und das wird ja auch wieder genutzt in der Sojaproduktion, weil mit Glyphosat die meisten Unkräuter nicht mehr beschädigt werden können, weil sie eine Resistenz entwickelt hat. Ja, dann komme ich wieder zu dem Thema gleich. Aber was nochmal BT betrifft und Toxinen, hat man dann auch merkwürdigerweise in der Wissenschaft festgestellt, dass eine BT-Pflanze gesünder sei als eine herkömmliche, natürliche Pflanze. Diese Statistiken kann man mal durchlesen. Dann kommt man wieder auf ein tolles Argument. Also Vorsicht mit dem Wort Toxin. Das erscheint jetzt wieder. Wenn ein Maiszünsler, dieser Maisbohrer, eine Maispflanze bohrt, dann bleibt da ein Loch offen und an diesem Loch entwickeln sich Pilze, sogenannten Fusarien. Und diese Fusarien bilden Mykotoxinen. Okay? Mykotoxine. Und diese Mykotoxine sollen dann giftig sein. Okay? Zurück zum Thema Toxine. Das hat die Frau Happa-Kazan versucht mir zu erklären. Auf einem Podium im Oderbruch, nahe in Berlin. Dass die BT-Maispflanze ja keine giftige Pflanze ist, weil sie ein Toxin enthält und ein Toxin kein Gift sei. Und das Tolle an dieser Pflanze, das sei, dass sich da keine Mykotoxine mehr entwickeln, die eigentlich giftig sind. Ja, jetzt ist ja alles durcheinander, oder? Das Erste, was wir klarstellen müssen, ist ein Toxin überhaupt ein Gift? Weil wenn es kein Gift ist, dann sind Mykotoxine auch nicht giftig. Und was soll es dann mit dem BT-Mais als gesünder? Also für mich sind Toxine immer giftig. Das ist nur eine andere Form, Gift zu bezeichnen. Und vielleicht eine sehr problematische Form, die wir noch nicht kennen. Was passiert tatsächlich mit einem Lebewesen,
werden diese Kristallien im Darm agieren und dazu führen, dass diese Raupen zerstört werden. Das wissen wir noch nicht genau. Ich habe aber eine Hypothese hier, die sehr problematisch ist. Man hat in Fütterungsversuchen mit Ratten, das ist aber nur ein Fütterungsversuch, okay, es gibt noch andere, aber bei einem hat man festgestellt, dass dieses Toxin auf das Immunsystem wirken kann. Von Ratten. Sind wir nochmal beruhigt, ne? Von Ratten. Ja, wir wissen ja nicht, wie es auf anderen wirkt, außer die Studie aus Wien, die dasselbe bewiesen hat. Nur die Studie aus München widerlegte ja. Die ist ja auch 2 Jahren durchgeführt worden, die in Wien nicht so lange. Ne? So haben wir 2 Studien. Dann nehmen wir die Studie aus Wien, dann haben wir das auch bei Kühen. Jetzt, was heißt das? Könnte es sein, dass jetzt die Kühen immunschwach werden? Dass die Menschen immunschwach werden? Dass Hühner immunschwach werden? Ich sagte nur, könnte es sein, dass Menschen immunschwach werden, wenn sie dieses Toxin aufnehmen? Wir können uns 3 Hypothesen aufstellen. Das erste ist, die Wissenschaftler wollten das nicht. Die haben es nicht erwünscht. Es ist aber trotzdem passiert. Und es ist so passiert, dass merkwürdigerweise die Unternehmer, die ja in die Presse gegangen sind, das ist die Pharmaindustrie, die haben ja immer wieder gesagt, dass sie für die Gesundheit jetzt sind und dass sie sich freuen, dass wir weniger Chemie brauchen. Das ist ein tolles Argument, ne? Also betriebswirtschaftlich gesehen müsste so ein Chef gekündigt werden. Weil wenn sich ein Chemiebranchechef in die Presse stellt und freut sich, dass man weniger Chemie braucht, dann ist das doch die Katastrophe, oder? Aber trotzdem wurde es ja gemacht und wir gehen mal nach der Hypothese so nach, die wollten es tatsächlich. Da kam sogar die Finanzkrise dazu, die waren die wenigen Branchen, die riesig verdient haben. Und weltweit nimmt dieses Geschäft riesig zu. Das war aber alles nicht gewollt. Das war keine Absicht, okay? Das ist eine Hypothese. Eine andere Hypothese wäre, vielleicht, ich sage das immer, es könnte, vielleicht, ist nur eine Hypothese. Vielleicht hat die Pharmaindustrie mit der Agrogentechnik die Chance, Produkte wieder auf den Markt zu bringen, als Sachzwang, die längst verschwunden sind vom Markt, die gar nicht beliebt sind, die niemand mehr will, die sogar verboten sind und dadurch wieder auf den Markt kommen. Und dann gibt es kein Argument mehr dagegen, weil es geht ja nicht mehr ohne diese Stoffe. Das ist auch eine gute Hypothese. Das ist eine Hypothese, die ich in die Prüfung gestellt habe an einen Wissenschaftler. Was soll das jetzt? Sie kommen jetzt hier hin und stehen für Bacillus thuringiensis. Vor 5 Jahren hatten sie behauptet, das sei eine Spinnerei der ökologischen Landwirtschaft. Jetzt sind sogar sie zum Ökologe geworden und werden finanziert von der Pharmaindustrie. Ist ja auch toll. Das ist vielleicht soziale Verantwortung. Man kann es ja so betrachten. Nur dann gibt es ein merkwürdiges Element in dieser Diskussion. Wenn schon Bacillus thuringiensis dieses Bakterium zur Resistenz geführt hat, in 10 Jahren, in denen man es auf die Pflanze spritzt, nur wenn Schädlinge tatsächlich so viel von der Pflanze gefressen haben, dass es sich lohnt, ihn einzusetzen, was heißt das dann jetzt, wenn die ganze Zeit diese Bakterie in der Pflanze ist, egal ob ein Schädling da ist, egal ob es jetzt wenige sind oder viele sind, und in Mengen, die wir noch nie kannten von Toxinen, die jetzt in der Natur da sind. Heißt das nicht vielleicht, dass die Resistenzen schneller auftreten als auf natürlicher Weise wie bisher? Wenn diese Frage
mit Ja geantwortet wird, dann können wir die Schlussfolgerungen der Tagung in Iphofen, ich sage immer in Iphofen, diese Tagung ist ganz wichtig, weil das war eine der wenigen Tagungen in Bayern, die in einer Region stattgefunden hat, die tatsächlich vom Maiszünstler betroffen sind. Und da gibt es einen Bauer, der hat ja behauptet, dass der Mais so gut sei und dass es eine Chance sei. Der war auch in Zürich dabei bei dieser Debatte. Und die Schlussfolgerung da war, den Maiszünstler kann man eigentlich nur bekämpfen. Also zunächst muss man ja warten, bis er zum Schädling wird. Ne? Das ist schon mal das Erste. Ist aber nicht selbstverständlich, oder? Mit dem BT-Mais ist es ja nicht so. Das ist ähnlich so wie, wenn ich jeden Tag eine Antibiotika nehme, weil es könnte ja sein, dass ich krank werde. So, ich muss jeden Tag schon vorbereitet sein. Und am Ende habe ich das tolle Resultat, das Zeug funktioniert gar nicht mehr. Das Erste ist, er muss zum Schädling werden. Das Zweite ist, nicht nur Mais anbauen. Das Dritte ist, die Resten von der Maisernte zu zerstören, damit er sich nicht weiter vermehrt. Also zu verstehen, warum ein Insekt zum Schädling wird. Und wenn das alles immer noch reicht, dann haben wir immer noch die Chance, diese Bacillus thuringiensis auf die Pflanze zu spritzen. Nur jetzt mit der Gen-Maispflanze hat diese Resistenz das alles verhindert. Das geht nur in der Monokultur. Fruchtfolge ist total ausgeschlossen, weil die Kontamination ja biologisch ist. Wir können das nicht verhindern. Zweitens, wenn es tatsächlich so ist, dass der Bacillus thuringiensis zu Resistenzen führt, und das haben wir jetzt gerade in Indien, wo beim Baumwolle das begonnen hat mit diesem Bacillus, das haben wir schon in Mexiko, in Argentinien und in Brasilien seit mehr als 4 Jahren. Sagen die Wissenschaftler, es ist aber unumstritten, dass es das gar nicht gibt. Es sind aber wissenschaftliche Studien, die dann nicht in den wichtigsten Zeitschriften landen, weil dort ja auch Gremien sind, die das verhindern. Merkwürdigerweise sind das immer dieselben. Und dann haben wir in diesem Bereich vielleicht die Chance der Pharmaindustrie, der Chemieindustrie, nur noch Pestiziden als Alternative zu haben gegen den Maiszünstler. Und dann frage ich mich wieder, war dann die Absicht doch so toll, dass das alles für den Bauer gedacht war? Das ist ja auch eine Glaubensfrage. Die meisten Bauern glauben tatsächlich daran, dass diese Konzerne für sie arbeiten. Dass sie da sich sehr intensiv und mit viel Geld beschäftigen, Lösungen für die technischen Probleme in der Landwirtschaft vorzubereiten. Und am Ende kommt diese katastrophale Schlussfolgerung, jetzt geht es nur noch mit Pestiziden und mit Pestiziden, die gar nicht mehr erlaubt sind. Weil es seit 20, 30 Jahren eine Umweltbewegung gegeben hat, weil es ein Bewusstsein bei den Konsumenten gegeben hat, die das nicht mehr wollen in ihrer Nahrung. Und jetzt sollen die Bauern gezwungen werden, diese Produkte wieder einzuführen. In Brasilien findet das durch Schmuggel statt. In Argentinien auch, schon lange. Es ist nicht erlaubt gewesen, bis es erlaubt wurde durch Gesetze, die eigentlich nicht mit der Gesellschaft in Vereinbarung stehen, sondern es ist eine Minderheit, die sich durchgesetzt hat. Und wenn wir dann betrachten, was heißt das? Es heißt, dass wir wieder in einer Zeit sind, in der die Chemiekonzerne sehr viel Chemie verkaufen können. Und wenn wir das Argument der Immunschwäche noch dazu bringen, dann verkaufen die immer mehr, je mehr Krankheiten, je mehr Insekten zu Schädlingen werden, indem mehr Menschen und Tiere krank werden. Das ist auch eine logische Hypothese, an die man glauben kann und die man nachvollziehen kann und die man in der Wissenschaft auch verbreiten sollte. Das könnte sein, dass das alles falsch ist.
Ich hoffe sogar darauf. Ich hoffe, dass das alles falsch ist. Auch alles, was ich geschrieben habe. Das ist viel besser für die Welt. Trotzdem sollte man das Recht haben, es zu veröffentlichen, es zu diskutieren, es verständlich zu machen.